Hier fühlt sich der Thomas Lellig und seine Familie sehr wohl. Er hätte dieses Haus auch abreißen können, neu bauen können. Er hat sich aber entschieden, dieses familiäre Haus zu erhalten. Seit sehr, sehr langer Zeit im Besitz der Familie und wollten einfach, dass dieses Haus hier erhalten bleibt. Und dann haben wir während den Renovierungsarbeiten haben wir dann auch noch festgestellt, dass, oder wussten es vorher, dass da eine alte Treppe vorhanden ist und haben dann da geöffnet, um einfach mal zu gucken, wie die Substanz so ist, und haben dann noch einen alten Brief gefunden vom Uropa. Und der hat dann so ein bisschen, wie soll man sagen, das Ganze noch bestärkt, um einfach hier das Haus weiter am Leben zu halten. Was ist aber dein innerer Grund, hierher zurückgekehrt zu sein? Ich bin in Kümmern groß geworden und wollte auch immer in Kümmern bleiben und werde auch in Kümmern bleiben. Also Heimat? Heimat, ja, genau. Wie du sagst, es gibt sehr viele alte Bauernhäuser, wo man Eckenhöhen von 2,20 Meter, 2,30 Meter haben. Und hier sind es über 2,60, also im Wohnzimmer auch und in diesen Räumen hier. Das ist auch nahezu. Bei meiner Größe nachzuvollziehen, das ist ja sonst der Druck zu mir. Das ist auch gut so. Und, ja, es ist auch von den Raumgrößen her schon angenehm. Ja, auch das Wohnzimmer und so, das sind schon ein bisschen größere Räume. Nee, das Offene macht ja alles viel größer. Das ist sehr harmonisch, finde ich. Also hier von dem Eingangsbereich, hier mit den Platten. Also für mich ist das ein Vorzeigeobjekt, das stimmt. Auch dieser Bogen hier, das war dann auch einfach versuchen. So Flex geholt, Wand eingeschnitten, so halb rund und halt einfach gesagt, im Ofen, den möchten wir haben, um dieses Gebäude hier zu heizen. Hier ist überall Heizung drin, sind überall Heizkörper. Und letztes Jahr ist das Gebäude komplett mit Holz geheizt worden. Also können wir sagen, Thomas, du bist nicht arm an Mut. Nein. Du hast was ausprobiert. Du hast was gemacht. Ja, also sehr viel ausprobiert, aber immer auch mit dem Hintergedanken schon, dass sich bildlich vorgestellt zu haben, wie es nachher aussehen soll. Und, es hat auch eigentlich überall funktioniert. Also, es sieht überall so aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war natürlich schon sehr, sehr schwierig, weil die Treppe hier, da war zum Beispiel hier auf diesem Gesimsstein, war einfach Lack drauf, den wir mit einer Flex, mit einer Drahtbürste mussten entfernen. Mhm. Dementsprechend hat es dann auch hier drin ausgesehen. Die Stufen sehen ja aus wie bei Sandstein, oder ist das? Das ist Kalksandstein. Das ist Kalk, hier gebrochen wird, ne? Vorkommt. Und dann sind im Haushalt auch sehr viele Sachen, die auf eine lange Geschichte zurückführen. Wie zum Beispiel hier, das ist laut Erzählung, das weiß ich alles auch nicht mehr, das habe ich gerade erzählt bekommen, wie die Küche hier renoviert worden ist. Haben sie das gefunden als alten Wandschrank wahrscheinlich, wo man sieht, dass da diese Regalchen, diese Vorrichtungen reingemacht sind. Und dann haben wir halt die Treppe da gefunden. Dann war die Dame von der Dorfneuung war zum Beispiel hier, die hat vermutet, dass es irgendwann 16, 1700 die Grundmauern hier errichtet wurden. Frage zur Dorferneuerung. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie sich die Dorferneuerung, der Kreis unterstützt hat bei diesem Projekt? Also ich muss sagen, ich hatte einen Mitarbeiter von der Dorferneuerung kam hier hin und am Anfang hat das alles so ein bisschen gewirkt, als wenn die Auflagen recht hoch wären. Sind sie aber für meine Begriffe nicht. Also man kann über alles mit den Leuten sprechen. Die sind sehr offen auch für Vorschläge vom Bauherrn selbst oder unterstützen auch, zum Beispiel Tipps gegeben, wie den und den kann man fragen bei alten Fenstern oder solche Sachen. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Es sind natürlich dann die Investitionskosten für die Anschaffung, zum Beispiel für die Fenster, der Dach musste nach ganz anderen Vorgaben gemacht werden, sind höher, aber man hat dann auch optisch und auch wohnlich, denke ich, ein höherwertiges Objekt. Ein Stichwort war einfach die Beratung durch die Fachleute des Kreises, Thema Dorferneuerung. Beratung ist das eine, aber gab es auch eine finanzielle Unterstützung? Es gibt eine finanzielle Unterstützung, die sich dann vor allen Dingen bei größeren Investitionen, wie zum Beispiel dem Dach, auf jeden Fall auszahlt. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass, wie ich das eben gesagt habe, die höherwertige oder Ausstattung nach Vorgabe der Dorferneuerung ist natürlich auch teurer. Also wenn ich jetzt hingehe und ich renoviere ein Gebäude nach 0815, komme ich auf jeden Fall noch billiger weg, wie wenn ich es hochwertig renoviere nach Vorgaben der Dorferneuerung.
Und wir sind auf jeden Fall froh, dass wir den Weg über die Dorfbahn gegangen sind. Also war eine gute Entscheidung. 100%. Was ja hier auffällt, ist die Liebe zum Detail und dann die Unterstützung auch, denke ich mal. Dorferneuerung heißt ja auch das Alte bewahren. Das sieht man also hier sehr deutlich, aber doch mit einem richtig guten, modernen Touch versehen. Also ja. Kompliment zu dieser Wohnung.